Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Podcasts. Und ich habe wieder einen sehr spannenden und interessanten Interviewgast bei mir, und zwar Shalia Stevens. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Grüß dich, danke schön, dass du mich eingeladen hast. Liebe Shalia, möchtest du als erstes mal etwas erzählen, was du so machst beruflich? Ja, das mache ich sehr gerne. Also, was ich beruflich mache, ich bin selbstständig. Ich nenne mich virtueller Coach und Online-Trainerin und Marketing-Mentorin. Mein Spezialbereich ist es, Experten und Teams zu zeigen, wie sie ihre Expertise online bringen und mehr Menschen erreichen. Das ist so mein Thema. Das heißt, das ist das eine. Und das zweite ist ja auch, dass du virtueller Coach bist. Genau. Das heißt, die meisten deiner Kunden, die erreichst du virtuell, also sprich über Skype, oder? Oder sonstige Videosysteme. Ja, definitiv. Also ich bin in meiner Arbeit, also beziehungsweise anders gesagt in meinem Geschäft, ich führe mein Geschäft zu 90% online. Das heißt, wenn ich in meiner Tätigkeit als virtueller Coach bin, dann arbeite ich mit meinen Klienten über verschiedensten Online-Medien. In einem typischen Tag wie heute treffe ich mich mit Menschen auf Skype, auf Google Hangouts, auf Adobe Connect, GoToWebinar, AT&T Connect. Je nachdem, wo meine Kunden sind und in welchen Zusammenarbeiten wir, in Zusammenhang wir zusammenarbeiten. Und du arbeitest auch mit Firmen. Ja, genau. Also ich habe primär zwei Zielgruppen. Die einen sind selbstständige Coaches, Trainer, Berater, Online-Unternehmen, also Einzelunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes, also unter dem Begriff Einzelunternehmer, die sich geschäftlich nach vorne bringen möchten, indem sie ihre Expertise online bringen. Und die andere Zielgruppe sind überwiegend Trainer, auch freie Trainer, aber Trainer auch im Unternehmen. Und bei denen geht es darum, sie sind heute im Präsenztrainings unterwegs, sie stehen vor der Klasse und sie möchten in Zukunft vorne stehen, auch allerdings vorne stehen mit Online-Trainings, mit agiler Online-Konzepte. Also was ich dabei total interessant finde, ist, es gibt ja zwei riesige Vorteile durch deine Arbeit. Das eine ist ja für die Menschen, dass die ortsunabhängig arbeiten können. Und das zweite ist ja für die Firmen, dass die sich auch sehr viel Geld einsparen, nämlich in Form von Reisekosten. Richtig, richtig. Also bei den Unternehmenskunden, es dreht sich ja um verschiedene Druckpunkte, die du gerade ansprichst. Also die sind im globalen Konkurrenz immer verstärkt unterwegs, da Druck zu spüren von Competitor aus dem Ausland. Und sie müssen auch sich weiterbilden oder ihre Mitarbeiter weiterbilden, um da auch mitzuhalten. Und andererseits sind teilweise die Budgets für die Trainer sinken und gleichzeitig steigen die Anzahl von Teilnehmern, die sie unterkriegen müssen. Das heißt, es kommen neue Anforderungen auf, einerseits, dass immer mehr Leute trainiert werden bei gleichbleibender Trainerzahl und sie möchten ebenfalls Geld sparen, indem die Teilnehmer nicht hinreisen zu dem Trainer, also dass sie von ganz überall herkommen. Das ist das eine, aber auch diese Skalierbarkeit, dass der Trainer einfach von dort, wo er arbeitet, also unbegrenzt, sage ich mal, Teilnehmer erreichen kann. Das ist schon so bei denen. Also das ist sehr, sehr spannend, weil ich weiß, dass es ja immer mehr Menschen gibt, die genießen einerseits so diese Möglichkeit, aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten und eben nicht jeden Tag durch den Verkehr und durch den Stau ins Büro fahren zu müssen. Und andererseits natürlich gibt es auch immer mehr Menschen, die sich dafür interessieren, ortsunabhängig zu arbeiten. Also ich zum Beispiel habe so diese Vision, weil du hast mir erzählt, du fährst bald nach Bali auf Urlaub, also irgendwie so von Bali, vom Strand aus, das wäre schon sehr schön, dort Coachings zu geben. Für die Zuhörer von uns, die jetzt Coaches sind und sie sich dafür interessieren, in Zukunft auch online unterwegs zu sein, was sind denn aus deiner Sicht so die größten Unterschiede zwischen einem Coach, der, ich sage jetzt mal, so das klassische Coaching-Modell hat, also dass die Klienten zu ihm kommen, und dem Coach, der jetzt virtueller Coach ist, also im Prinzip deine Klienten? Der Unterschied ist gar nicht so groß an und für sich. Eigentlich, da ich sage dir, wo der Unterschied stattfindet. Der Unterschied findet hier statt, Im weil, Kopf. ja, hier im Kopf, weil viele haben den Glaubenssatz oder die Idee,
Face to face, ein warmer Körper, ein Mensch, den ich von der Wärme spüren kann, riechen kann, dass diese Art von Arbeit besser ist, effektiver, qualitativer ist, als wenn man sich online trifft. Und das ist dieses Gesetz der Anziehung. Wenn ich etwas erwarte, dann bekomme ich das auch positiv wie auch negativ. Ja? Und wenn man allerdings die innere Haltung pflegt, online und offline machen wirklich gar keinen Unterschied. Und das ist meine Haltung dazu. Oh, die Leute werden ausflippen, die das hören, gar keinen Unterschied. Aber das ist so. Ich gehe jeden Tag in meine Zusammenarbeit mit Klienten und Kunden mit dieser Idee, dass es keinen Unterschied gibt. Und tatsächlich ist der kleine Unterschied dann nur da, ich sitze vor meinem Rechner und mache dort diverse Dinge mit meinen Klienten. Egal, ob wir in Videokonferenz sind, wie wir gerade, oder ob ich in einer virtuellen 3D-Welt mit denen mit meinen Avataren herumlaufe, oder ob wir auf ein Kollaborationstool Post-its herumschieben gemeinsam. Also die Technologie ist einfach plötzlich ins Spiel, wo es vielleicht in dem Offline-Coaching nicht dabei war. Und der Unterschied ist auch, dass der Klient bequem von zu Hause aus mit mir arbeiten kann oder aus dem Büro, manchmal aus dem Taxi heraus oder am Flughafen mit mir arbeiten kann. Und ich bin, wo ich halt bin. Also mal bin ich im Homeoffice in Eppstein, in Deutschland, mal bin ich in Zürich in meinem Homeoffice, mal bin ich im Café oder mal bin ich am Strand. Also das sind die Unterschiede, aber sonst gibt es da nicht wirklich so viele Unterschiede. Das heißt, du hast eigentlich noch zwei große Vorteile, oder? Also der eine ist, dass deine Klienten, die müssen nicht unbedingt bei dir geografisch in der Nähe sein. Ja. Und der zweite Vorteil, den du hast, ist ja der, du hast vorher so das Thema skalierbare Geschäftsmodelle angesprochen. Und es ist ja so, das, was ja auch viele Coaches und Berater und Trainer bewegt, ist so dieses Thema, ich habe halt nur eine bestimmte begrenzte Zeit und ich kann eben gar nicht so vielen Menschen helfen, wie ich vielleicht gerne helfen möchte. Ja. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein Webinar mache, dann ist es ja letzten Endes dann nicht begrenzt. Also ob da jetzt dann 10 Leute drinnen sind, 20, 100. Wie siehst du das? Ja, das ist natürlich für viele ein großes Thema. Und es ist nicht umsonst. In Amerika findet man beispielsweise die Form des Coaches viel häufiger in seiner pure Form als in Deutschland. In Deutschland findet man kaum einen Coach, der nicht auch noch tatsächlich jetzt schon skalierbare Konzepte anwendet, indem er oder sie Gruppencoachings hält oder Seminare oder Trainings durchführt. Egal, ob man private Klienten anspricht oder Businesskunden oder eine Mischung davon. Und an und für sich gab es diese Thematik schon immer, oder jedenfalls finde ich. Und jetzt im Online-Bereich wird es nur ein bisschen weitergetragen, weil wenn ich dort sage, okay, ich kann mehr Menschen erreichen mit meiner Expertise online, indem ich skalierbare Konzepte einsetze, Online-Trainings, Online-Workshops, Webinare, in meinem Marketing, was auch immer diese Dinge sind. Plötzlich habe ich die neue Komponente, über Stadtgrenzen hinweg, über Ländergrenzen hinweg zu arbeiten. Also ich kann wirklich so den Kreis um mich wesentlich erweitern. Und ich habe zusätzlich nicht diese Begrenzung von einem Ort. Das heißt, bei skalierbaren Offline-Konzepten miete ich einen Raum, wo ich vielleicht bis zu 70 Leute unterkriege oder 30 oder 150, je nachdem, was dein Konzept ist. Und im Online-Bereich gibt es einfach viel, 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 viel mehr Menschen, die ich unterbringen kann bei einer Veranstaltung. Also es könnte 30 sein, es könnte aber auch 2000 sein. Und die Technologie gibt es her für wenig Geld. Das ist der Unterschied. Und deine Kunden, sind das vor allen Dingen Menschen, die sich erst kürzlich selbstständig gemacht haben, oder sind das auch Menschen, die bis jetzt so das traditionelle Coaching gemacht haben und die jetzt zukünftig auch online unterwegs sein wollen, oder beides? Es ist eine Mischung davon. Also was man häufig sieht, ist, dass die neue Generation von Coaches, die gerade auf den Markt stürmen, und wir wissen, es gibt in Deutschland schon über 200 verschiedene Ausbildungen, das Ganze wird nicht reguliert, in Österreich wird es reguliert, aber trotzdem machen viele diese soziale Lebensberatung, um sich Coaches nennen zu können. In der Schweiz ist es wiederum nicht mehr geregelt, aber auch dort stürmen Coaches auf den Markt. Und diese Personen denken jetzt schon anders. Sie haben schon während der Coaching-Ausbildung gehört,
A, die Prognose, dass du Erfolg haben wirst, ist schlecht. Ja, alle sind auf dem Markt, alle nennen sich Coaches. Und die haben aber auch gleichzeitig gehört, es gibt neue Wege, um sich abzusetzen von den anderen, nämlich über dieses Thema Online-Coaching oder Online-Marketing, Online-Business-Führung. Und so merke ich, dass dieser Segment von meinen Kunden schon anders beginnen, über Coaching nachzudenken. Es ist nicht für sie selbstverständlich, dass sie vor Ort Präsenz-Coaching unbedingt machen. Sie bewegen beide Richtungen, gehen den einen oder anderen Weg. Bei den etablierten Coaches, die ebenfalls auch zu meinen Kunden gehören, ist es eher dieses Thema, irgendwann mal ist ihre Praxis total voll. Sie sind wirklich gebunden an dem Ort, wo sie ihre Coachings durchführen. Und vielleicht möchten Sie nach Mallorca ziehen oder nach Ibiza oder was weiß ich wo. Oder ja, Ja, kriegen. du. Ja, oder Sie möchten einfach freier leben und die beginnen deswegen darüber nachzudenken. Oder ich arbeite gerade mit einer Therapeutin aus Stuttgart, eine wunderbare Frau. Sie macht seit über 25 Jahre Therapie dort. Aber sie hat die Idee, ich möchte noch mehr Frauen erreichen mit meinen Themen. Also ich setze mich stark für die Frauenrechte weltweit ein und auch für Weiblichkeit. Und sie möchte einfach da ausbrechen aus diesem begrenzten Raum. Das heißt, ja, meine Kunden gehören in beide Kategorien. Also was ich so schön finde dabei ist, ich habe auch die Erfahrung gemacht, es gibt viele Menschen, die haben so diese Vision, die wollen gerne mehr Menschen erreichen, aber sagen natürlich, in dem One-to-One-Kontext kann ich das nicht machen. Aber mit Blogs, mit Videos und so weiter, da habe ich die Möglichkeit, sehr viele Leute zu erreichen und somit auch Menschen, die sich vielleicht sonst gar nicht leisten könnten, ein Coaching in Anspruch zu nehmen, denen schon was zu geben. Das ist richtig und das ist einfach das Wunderbare an dem ganzen Thema, weil wenn man sich traut, seine Expertise online zu bringen und diese Art, die du gerade erwähnst, haben sehr viel mit diesem Thema Education-Based und Content-Marketing über Artikel, über Blogs, über Videos, wie wir gerade drehen, über Webinare haben wir angesprochen. Und Social Media, da können Sie Ihre Expertise alleine durch Ihr Marketing schon an online bringen und mehr Menschen erreichen. Und wenn Sie das allerdings dann noch weitertragen und Ihre Expertise in neue Online-Business-Modelle gießen, haben Sie plötzlich die Möglichkeiten für mehr Preisstrukturmodelle. Also man hat was mit, keine Ahnung, im Privatcoaching-Bereich ist es eine größere Investition, als wenn ich vielleicht nur ein Online-Training in der Box anbieten. Und so kann ich wirklich viele Preisoptionen für verschiedenste Leute anbieten und daher auch mehr Leute bedienen auf einmal, ist klar. Du, und jetzt versuche ich mich mal so ein bisschen in jemanden auch hineinzuversetzen, für den das noch recht weit weg ist, dieses ganze Thema. Was sagst du denn so zu Leuten, die sagen, das klingt für mich alles recht spannend, aber die Technik davor habe ich Angst? Ich habe manchmal auch vor der Technik Angst. Ich bin technikaffin, weil ich so viele Jahre das mache. Oder ich habe meinen Beruf damit in 95 angefangen, diese Online-Welt. Aber heute noch habe ich manchmal auch Furcht. Aber das muss man nicht haben heutzutage, weil es ist so leicht, einen guten Rechner zu kaufen, einen Laptop mit einer guten Beratung bei. Ich will gar keinen Namen nennen, aber in einem Mediamarkt oder irgendwo einen guten Laptop zu kaufen mit einer schnellen Internetverbindung. Und man kann wirklich einen kleinen Schritt gehen. Der kleinste Schritt würde heißen, einfach nur Skype-Coaching ausprobieren. Einfach mit einem Klienten, wo du länger arbeitest, vielleicht über mehrere Monate oder Jahre, sagen, hey, möchtest du nicht ausprobieren, wie das online wäre? Also jemand, wo du schon Vertrauen aufgebaut hast, vielleicht. Und dann tust du das. Du gehst diesen Weg und guckst, was passiert. Also experimentieren, ein Pilot machen. Es geht nur, Angst abbauen geht nur übers Tun. Das ist meine Erfahrung nach in diesem Bereich. Also tue etwas Einfaches und Kleines. Ich meine, was ich auch sehr schön finde, so wie du gesagt hast, diese neue Art, die gibt ja auch Möglichkeiten, mit ganz, ganz geringen Investments nur sich selbstständig zu machen. So wie du gesagt hast, in Wahrheit eigentlich, ich brauche nur meinen Laptop und dann brauche ich noch eine Internetverbindung. Ich muss mir jetzt nicht mal Räumlichkeiten mieten oder so etwas, was vielleicht gerade so am Anfang der Selbstständigkeit auch so ein bisschen angsteinflößend ist, jetzt so dieses Commitment einzugehen, regelmäßige Zahlungen zu leisten. Die Kunden von dir, die jetzt gerade erst so beginnen, sich selbstständig zu machen,
Sind das auch welche dabei, die das nebenberuflich machen oder machen das alle hauptberuflich oder unterschiedlich? Das ist gemischt. Also ich habe sowohl Klienten, die sind in Vollzeitbeschäftigung und zum Beispiel ein Versicherungsmakler, der möchte sich unbedingt als Coach irgendwann mal selbstständig machen. Er steckt aber mo noch momentan in seinem alten Beruf. Und geht auch aus dem Coaching darum, wie mache ich diese Transition. Und bei ihm, weil er auch eine Familie hat, ein Kleinkind auf dem Weg, der möchte natürlich die Sicherheit nicht aufgeben von dieser festen Betätigung oder sag mal, Beschäftigung. Aber wir arbeiten dann daran, wie kann man das langsam aufbauen. Und der hat natürlich begrenzter Zeit. Also wer diesen Weg geht, muss schauen, kriege ich das am Abend hin oder am Wochenende. Aber das ist machbar. Andere wiederum sind zum Teil mit einem Fuß, ist zum Beispiel. Haben Sie die Hälfte der Woche oder zwei Drittel der Woche in einer Nebenbeschäftigung, sowohl Männer wie auch Frauen? Und die sind auch dabei, ihre Coaching-Tätigkeit aufzubauen. Wiederum andere stürzen da voll rein und ich würde sagen, das sind die überwiegende Mehrheit, die sich völlig da reinstürzen. Also die bilden wirklich die Mehrheit meiner Klienten. Da gehen sie voll out. Ja, also ich habe das Gefühl, dass bei vielen einfach auch daran liegt, dass sie in ihrer Angestellten-Tätigkeit nicht so die Befriedigung oder die Wertstiftung oder den Sinn irgendwo für sich finden. Und die dann oftmals, wenn sie beginnen mit dem Coaching, sehr starke Motivation dadurch haben, dass sie das Gefühl haben, okay, jetzt kann ich mal das machen, was ich wirklich machen möchte. Also jetzt kann ich Menschen helfen und dass da dann auch sehr viel Begeisterung da ist. Aber die braucht man ja auch gerade, wenn man sich neu selbstständig gemacht hat. Oh ja, man braucht jede Menge Begeisterung und Leidenschaft und Wunsch, egal woher das kommt. Also manche haben wirklich hegen diesen Wunsch, Menschen zu helfen. Und wie du sagst, die kriegen das durch selber, dass sie gecoacht worden sind und diesen Austausch toll fanden und die möchten das auch weitergeben. Andere haben eine Weg-von-Motivation, das hatte ich auch zu Beginn. Ich wollte weg von den Überstunden, von dem Leistungsdruck, von dieses Gefühl von, das, was ich mache, ist nicht sinnvoll genug, um mich auszufüllen. Und egal, ob man eine Hinzu- oder eine Weg-von-Motivation hat, ist egal. Man soll einfach das beginnen. Es ist wahrscheinlich wie Kinder kriegen. Wenn man wüsste, was alles auf einen zukommt, würde man niemals in Erwägung ziehen, ein Ja. Kind zu bekommen. Und so ist es in der Selbstständigkeit auch. Und ich denke, es ist besser, wenn Sie da einfach ein bisschen blind bleiben für den Beginn, sonst würden Sie das nicht tun, oder? Was sagst du? Ja, du auf der einen Seite muss ich dir da voll recht geben, also ich sehe es genauso wie du. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, trotzdem, ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, zurückzugehen. Ja, ich auch Also nicht. es hat eine Zeit gegeben, da habe ich so mit dem Gedanken gespielt, ob ich mich nicht doch wieder einen Job suchen soll und so. Aber es kommt dann irgendwann der Moment, wo, also egal jetzt, wie viel Gehalt man mir bieten würde oder sonstiges, irgendwann geht es dann nicht mehr. Also da ist man dann schon verdorben, würde ich sagen, fürs Angestelltenleben. So empfinde ich das. Das ist wahrscheinlich so, nur ich habe vieles erlebt. Also ich habe begonnen, andere Coaches und selbstständige Trainer zu beraten und zu helfen in 2010. Da habe ich das Team, also erstmal nicht alleine, sondern ich bin dem Team von Nicola Bird, die Gründerin von Jigsawbox, beigetreten. Und sie hatte eine weltweite Zielgruppe von mehreren tausenden Coaches. Und später bin ich selber in Mentoring-Gruppen gekommen. Ich bin in einige Mentoring-Gruppen in den USA, wo ich mit eben Leute wie ich, Selbstständiger, unterwegs bin in einer aktuellen Gruppe mit 200 anderen Männern und Frauen. Und viele sind, wie du beschreibst, verdorben, aber manche müssen irgendwann mal auch zurückgehen. Also nicht jeder schafft das, weil nicht jeder verheiratet ist und den Mann im Hintergrund hat oder alleinziehende Mutter ist oder irgendwann läuft Fördergelder aus oder ja, verschiedenste Themen. Das kommt immer wieder vor. Also einige weniger müssen da aufgeben und wollen den Weg zurücksuchen trotzdem. Ja, wobei ich mir dann oft die Frage stelle, also ich meine, klar, wenn man jetzt sagt, aus finanziellen Gründen und so weiter, sich einen Job zu suchen, das finde ich auch sehr gut, weil das ist ja auch viel besser, dass man dann wieder die finanzielle Sicherheit hat, und dann auch wieder in sich investieren kann und so weiter. Aber ich glaube, dass dann trotzdem die Motivation oftmals ein bisschen eine andere ist. Ich glaube, dass die Motivation dann oftmals eher die ist, man sucht sich wieder einen Job, hat aber weiterhin das Ziel, sich selbstständig zu machen. Während es ja vorher war, es ja bei mir mehr so, dass ich da wirklich eine Karriere machen wollte als Angestellte. Also das könnte ich mir jetzt nicht mehr vorstellen, dass diese Motivation irgendwie noch mal kommt. Aber wer weiß.
Ja, also, und ich denke, also ich würde jedem ermutigen, dem das passiert und er doch zurückgehen muss, gefühlt oder in Wahrheit, wirklich wegen finanziellen Druck. Und das sollte man auch vernünftig handeln und auch einsehen, wann der Punkt erreicht ist. Aber sonst führt es nur zu Stress und Burnout in der Selbstständigkeit, was man gar nicht möchte. Aber wenn man den Weg gehen muss, dass man darin auch eine Chance sieht. Ich habe neulich eine Story gehört von Stacy Martino. Sie ist in meiner Mentoring-Gruppe. Sie ist die Love and Passion Coach. Und sie hat heute ein wahnsinnig erfolgreiches Online-Coaching-Geschäft und ist so glücklich und macht das mit ihrem Mann zusammen. Nur vor 3 Jahren standen sie vor dem Aus. Also sie waren fast in die Ruine getrieben worden, und sie musste zurück in ihrem Job. Und sie erzählt heute, warum das Beste ist, was ihr jemals passiert ist. Sie ist da in eine Position gekommen, wo sie ein entscheidendes Puzzlestück gelernt hat, was sie heute nützt, um diesen erfolgreichen Geschäft auf die Beine zu stellen. Das wäre ihr niemals über den Weg gelaufen. Also was heißt niemals, aber vielleicht nicht so schnell, wenn sie da nicht zurückgegangen wäre. Und Und was war das? ja, das war einerseits, sie ist in eine Position gekommen in einem Unternehmen. Sie war CPA, also eigentlich ein Corporate Accountant. Und in diesem neuen Job wurde sie beauftragt, über Beziehungen zwischen den CPAs und ihren Firmenkunden zu sprechen. Und sie hat sie darauf gecoacht und hat entdeckt, dass sie überhaupt Beziehungsexpertin ist. Und die vorherige Sache, die sie angegangen ist, war es eigentlich gar nicht. Und außerdem hat das die finanzielle Puffer geschaffen für sie, um wieder anzufangen mit ihrem Geschäft, allerdings mit dieser neuen Positionierung. Das ist also das gewesen. Insofern braucht man das immer nicht so schwarz und dunkel und wolkig zu sehen. Man weiß nicht, was für ein Geschenk darin steckt. Wenn ich das Ganze jetzt so ein bisschen esoterisch sehe, dann würde ich sagen, im Endeffekt bekommen wir oftmals genau das, was wir brauchen. Man muss es nur annehmen können. Ich glaube sowieso, dass das die Wahrheit entspricht. Absolut. Gebe ich dir recht. Ich sehe das gar nicht so esoterisch. Du, dann sag mal, weil du jetzt auch einiges gesagt hast zum Thema Erfolg, was denkst du denn, sind so die Dinge, die wichtig sind mitzunehmen, um erfolgreich zu sein als Online-Coach? Als Online-Coach. Als Online-Coach erfolgreich sein. Also, puh. Generell, also das Ding ist so, wenn man überwiegend online arbeiten möchte, dann ist es auch so, nicht zwangsläufig, aber man muss lernen, Marketing zu betreiben. Und das, glaube ich, ist vielleicht der entscheidende Punkt. Also dieses ganze Business-Thema. Wie vermarkte ich mich? Wie positioniere ich mich? Wie führe ich dann Interessenten, die über mein Marketing auf mich aufmerksam sind, zu Kunden hin, auf einem Weg, was sowohl für die Kunden wie auch für dich selber in Integrität abläuft, wo jeder sich gut fühlt, aber wo man trotzdem so eine hohe Abschluss kommt. Also dieser ganze geschäftliche Bereich Marketing und Akquise sind ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Und das ist manchmal ein schmerzhaftes Erkenntnis, weil man hat sich selbstständig gemacht als Coach oder auch als Trainer oder Berater, wie du sagtest, weil man diesen Wunsch hegt, diesen Herzwunsch, anderen Menschen zu helfen. Und man hat nicht unbedingt gemerkt, oh Gott, ich muss mich auch noch vermarkten und diese ganzen geschäftlichen Sachen machen. Das will ich gar nicht. Ich will mich da gar nicht in der Hinsicht zeigen. Wenn du dich, also unsere Zuhörer, wenn du erkennst, ist es deine Verantwortung, zu schaffen, dass deine Interessenten dich finden, dass es ein Teil deiner Coaching-Arbeit ist. Und wenn du das mit vollem Herzen und beide Arme aufnimmst und sagst, ja, das ist auch Teil meiner Mission, dann wirst du viel erfolgreicher sein, als wenn du das ja, ablehnst oder das als schlecht ansiehst, und so weiter. Das würde ich sagen. Das gilt, als, egal ob du Coach bist oder Online-Coach. Ja, und das spüre ich bei dir. Also bei dir spüre ich so richtig, du hast diese Begeisterung für Marketing, oder? Kann man das so sagen? Du liebst Marketing. Ich bin Marketing-Expertin. Ich habe in meinen ersten 14 Jahren für globale Marken gearbeitet. Adidas, BMW, Deutsche Bank, Deutsche Telekom und so weiter. Und ich habe die Marketings- und Kommunikationsstrategie, mit denen er arbeitet. Also ja. Und auf der anderen Seite, als ich mich selbstständig gemacht habe ich mich wie
meinem Rücken den ganzen gedreht und gesagt, das bin ich nicht mehr. Das war meine ursprüngliche allergische Reaktion. Ich möchte das nicht mehr so machen, oder? Viele gehen diesen Prozess durch, bis sie merken, hey, all das, was ich vorher gemacht habe, macht Sinn für mich heute. Ich kann das nutzen in meinem Geschäft. Und ich habe gerade einen Blogbeitrag darüber geschrieben und ein Video dazu gedreht. Ich hatte am Anfang gar nicht dieses Marketing machen wollen. Ich war nicht leidenschaftlich dieser Ansicht. Ich habe gedacht, nein, die Kunden müssen mich finden. Ich bin doch da, ich kann denen doch helfen, die sollten mich doch finden. Weißt du, so dieses Gefühl von Anspruch, man sagt auf Englisch Entitlement. Aber das eigentlich dahinterliegende war eine Angst, eine Furcht. Ich wollte mich nicht zeigen mit meinem Marketing, weil ich hatte Angst, ich bin nicht gut genug. Jeder wird auf die Spur kommen, dass ich nicht coachen kann, dass ich nichts kann, dass ich nicht genug Kompetenz habe. Und außerdem, gerade stark in Deutschland, man sollte nicht über sich selber reden. Ja? Eigenlob stinkt oder wie auch immer der Spruch heißt. Und so Leidenschaft, wie ich heute hinter meinem Marketing stehen kann, am Anfang fiel mir das alles andere als leicht, muss ich ehrlich gestehen. Aber das Schöne ist ja, dass du dadurch ja auch sehr gut jetzt deinen Klienten helfen kannst. Weil das heißt, du bist selber dort gewesen und hast es selber erlebt. Total, total. Und ich kann das nachempfinden, ich kann wirklich in die Empathie gehen und hinspüren, wie es denen geht. Und ich weiß auch, was habe ich auf dem Weg an einer Reise gemacht. Es gibt ja auch da draußen nicht nur innere Einstellungen, sondern du kriegst von außen viel gesagt. Wie sollst du zum Marketing stehen? Was sollst du tun? Und es gibt Leute, die völlig und nicht bewusst, sicher nicht bewusst, außerhalb von einem Integritätsbereich, die aufdrehen, das sollst du machen oder nicht machen. Und ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, okay, gut, dann mache ich das halt, wenn man das so macht und wenn das Marketing psychologisch richtig ist für mich. Und ich habe mich so furchtbar gefühlt, so schlecht. Und es war nicht in Integrität und ich habe mich einfach schleimig und furchtbar gefühlt. Und dann habe ich andere Mentoren wiederum auf meine Reise gefunden, wo ich gelernt habe, man kann das mit Herz, mit Liebe, mit Integrität, Authentizität machen. Und das ist auch wichtig, dass ich diese Reise gemacht habe, weil ich kann sehen, wo sind meine Klienten und Kunden in diesem Prozess und wo kann ich denen ermutigen, bei sich zu bleiben. Das ist sehr wichtig gewesen auch. Und das, glaube ich, ist auch extrem wichtig, weil ich habe aus meiner Erfahrung auch gelernt, es bringt nichts, jemand anders zu kopieren. Also zuerst mal ist es notwendig, für sich selber das zu finden, was für einen stimmig ist. Und dann kann man natürlich auch sein eigenes Marketing machen. Und darum, so wie du sagst, diese Reise auch nach innen, die ist auch sehr, sehr wichtig, gerade am Anfang. Ja, völlig. Und auch dieses stetige Abgleich, also was hören von einer Strategie, dann in einem selber spüren, gucken, okay, wie fühle ich mich damit? Kann ich das ausprobieren mit gutem Gewissen? Und ist es so schwer für diejenigen, weil es ist so viel Rat auf dem Markt. Aber was du sagst, bei dir bleiben, finde ich gut. Ich habe neulich das erste Video, was du gedreht hast, wo du auf dieser Couch, glaube ich, wo du gerade sitzt, gesessen hast und wie du geredet hast und wie du gelacht hast an einigen Stellen, so herrlich, oder? So völlig bei dir. Und ich dachte mir, genau, so muss es sein. Und das ist so wichtig im Marketing, dass man einfach bei sich ist und so auftritt, wie man völlig ist, voll und ganz. Ja, stimmt. Du, das ist wunderschön gesagt. Du, dann lass mich dich noch zum Abschluss fragen, wenn jetzt jemand zugehört hat und gesagt hat, entweder mal, ich finde das total toll, ich möchte gerne in Zukunft online arbeiten oder auch ich möchte in Zukunft marketingmäßig mich weiterentwickeln, weil ich gerne mehr Kunden haben möchte oder mehr verdienen möchte. Was sind die Möglichkeiten, um mit dir zusammenzuarbeiten? Ja, also für diese Personen würde ich sagen, ist der einfachste Weg, um das in Erfahrung zu bringen, auf meine Webseite zu gehen, shelliastevens.com. Dort gibt es ein kleines Pop-up, was irgendwann mal kommt, mach ein Kennenlerngespräch mit mir aus und dass wir 30 Minuten unverbindlich zusammenbringen und ich höre einfach, was hast du für ein Ziel, wo stehst du gerade, also bist du neu im Geschäft und brauchst neue Kunden, bist du etabliert und du suchst mehr Freiheit oder skalierbare Konzepte oder bist du Trainer im Unternehmen, der vom Präsenzbereich mehr in den Online-Bereich gehen möchte. Und dann gucken wir gemeinsam, ob ich helfen kann. Und
Generell gibt es ein paar verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Online-Trainings, die ich in dem Jahr halte, zu gewissen Themen wie Train the Virtual Coach oder Train the Virtual Trainer. Und es gibt Privatcoaching, die ich gerade anbiete, wo wir über 6 Monate gemeinsam arbeiten, beispielsweise oder an einem geballten Intensivtag. Aber was das Richtige für dich ist, würde ich sagen, müssten wir dann in dem Gespräch herausfinden. Und man findet ja auf deiner Webseite auch einiges an freien Ressourcen. Also zum Beispiel kann man sich für Newsletter eintragen, Blogposts lesen. Ja, absolut. Also das Erste, was man machen möchte, wenn man quasi in die Schleife kommen möchte und auf dem Laufenden gehalten werden kann, auf der Website gibt es auch meine Top 10 Ressourcen und Tools für virtuelles Coaching, Training und Presenting. Ja, die super sind. Also vor allen Dingen sehr viele interessante Tools finden sich dort. Also gerade für die Menschen, die nicht so technikaffin sind. Ja, also das sind auch, also ich habe die bewusst auch ausgesucht für diejenigen, die starten und diese Liste wird sehr bald aktualisiert. Ich habe ein paar neue Tools, die ich brenne fast dafür, um die drauf zu bringen. Ich habe keine Zeit gehabt bisher. Ja, diese Liste kann man herunterladen und sobald man das tut, indem man seinen Namen und E-Mail-Adresse eingibt, wird man sofort als Dankeschön auch den E-Newsletter bekommen, der alle 3 Wochen in den Postfach landet und dort sind Artikel von mir, Empfehlungen und Tipps und Strategien zu diesen ganzen Themen, die wir heute besprochen haben, kostenlos. So kann man das vertiefen. Ja, weil ich finde, dass immer wieder ein toller Weg ist, weil so kann man in Ruhe mal einen Coach noch ganz kostenlos und unverbindlich einfach mal ausprobieren und man sieht, passt das für mich, gefällt mir das. Das Absolut. liebe ich so am Content Marketing. Das liebe ich auch. Das liebe ich absolut auch. Doch, das ist schön. Können Sie auch machen. Wenn Sie noch nicht bereit sind für ein Kennenlerngespräch, macht das mit dem Anmelden für den Newsletter auf jeden Fall. Ja, super. Du, dann sage ich ganz, ganz vielen Dank nochmal, liebe Jalia, für das Interview. Also es waren ganz viele spannende Dinge dabei und ich weiß, du bist ja schon fast am Weg zum Flughafen. Bei dir geht es jetzt in den Urlaub. Ja, bei mir geht es morgen in den Urlaub und ich habe gerade die nächsten Contents und Videos gedreht für den nächsten Newsletter, weil er kommt heraus, wo ich noch im Flieger sitze. Und das ist auch das Schöne, weil man quasi auf Autopilot alles schon stellen kann. Das ist ganz schön. Du dann vielen, vielen Dank und einen wunderschönen Urlaub. Danke herzlich für die Einladung und viel, viel Erfolg mit deinem Podcast, wo ich finde das so wunderbar und ich werde das weiterhin verfolgen. Danke dir, alles Liebe, tschüss. Tschüss.